Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind noch immer in der Metro unterwegs und wollen doch mal sehen. Präsenzialitös, ich bin der Präsident. Ei, Margot, ich bin's doch. Ja, das geht wohl schlecht, weil es ist sehr schwach, dieser Überredungsskill. Sicherheitsparameter überschreiben. Benutzer höchste Sicherheitsstufe zuweisen. Kannst du den Zug in die Adams Air Force Basis reparieren? Na, supi. Ich würde gerne etwas mehr über diesen Sicherheitsverstoß erfahren. Ich brauche nähere Einzelheiten, worum es ging, worum ging es bei dem Verstoß? Also Margot ist schon ein bisschen älter, man merkt, die redet sehr langsam. Also da fallen mir spontan jetzt erstmal die Enklave ein, vielleicht noch Raider und dann vielleicht noch Gule, wenn es darum geht, die Antworten zu verweigern. Was genau haben die Unbekannten hier drin zerstört? Na super. Dann gehe ich mal weiter. Ja, wenn die weiter in dem Tempo mit mir spricht, dann habe ich da wenig Verlangen danach, noch mehr mit ihr zu quatschen, muss ich sagen. Das ist ein wenig anstrengend. Oh komm. Ich setze mich mal hier hin. Ist das entspannt. Und schon geht's weiter. Wuhu! Na. Was? Präsidentenmetro schon wieder? Oh! Oh! Ah, Gule. Ich hab's mir gedacht. Sind die wenigstens meine Freunde? Ja, sind sie. Oh, tausende Gule, oder wie? Hör mal auf, hier Dreck zu schmeißen, du Schwein. Auch nicht die. Nicht die ekelhaften. Warte mal, für dich habe ich was Schönes. Bleib mal stehen. Hihi. Hihi. Oh, hi. Ja, ihr habt nichts drauf, Kerles. Warte mal. Ich weiß, ich muss davor, deswegen werde ich erst nochmal ganz kurz hier hinter schauen. Vielleicht ist da ja was Interessantes. Vielleicht ist da ja was. Hallo? Guten Tag. Bin der Inspektor. Ah, ja, immerhin noch ein bisschen Erste Hilfe. Oh. Ja, nehmen wir mal mit. Ich glaube, hier wollte sich wohl einer rausdrücken, aber hat es leider nicht mehr geschafft. Na, ich meine, außerhalb von Bunkern war es wahrscheinlich damals sehr schwer, hier noch zu überleben. Naja, Mentat, ich nehme keine Drogen. Nein, weg damit.
Und deswegen haben die entweder hier unten oder auch an der Oberfläche kein gutes Schicksal erlitten, diese Menschen. Also ist es eigentlich ganz egal. Ich wäre lieber hier unten geblieben, sag ich mal. Mit dir los? Was ist mit euch los? Warum zappelt ihr so? Geh weg. Seid ihr verbuggt? Hab ich den erwischt? Ich hab ihn erwischt. Was? Geh weg. Also mit Strahlung wirst du bei Robotern nicht viel erreichen, mein Freund. Das weißt du. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ey. Boah, was zappeln die denn so? Das ist doch nicht normal. Ich treffe sie auch gar nicht aktuell, ne? Ja moin, ich treffe dich nicht, weil du so rumwackelst, du Schwein. Das ist doch Absicht. Ey, guck mal. Das ist unfair. Was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Ey, das ist doch nicht normal, dass die so rumzappeln da. Und hallo? Also das ist mal echt Schikane hier. Habt ihr das gesehen? Guck mal, die treffen den auch nicht mal. Was soll denn der Kack? Ich glaub, ihr... Ey, mal ganz ernsthaft unter uns. Na, guck mal. Ja gut, jetzt treffe ich. Vielleicht sind die auch einfach nur ein bisschen immun gegen Laserwaffen oder sowas, hä? Boah, komm! Geh mir nicht auf den Sack! Jetzt... Man trifft sie einmal, dann zappeln die hier so rum. Das soll... Da guck! Da guck! Au! Penner! Zieh dich! So, pam! Da sieht man, was die machen. Das ist doch nicht normal. Das sind doch nicht die Mega-Super-Mutanten-Ghule hier. Also mal echt. So. Endlich habe ich das Biogel bald leer. Das schädliche Biogel. Ja, ist schon ganz cool, aber irgendwie... Ja, ich sehe dich schon. Hi. Oh, nicht schon wieder die. Oh. Sag mal, hört das überhaupt auf irgendwann? Da seht's euch doch mal an. Ihr Kackviecher. Hau mal ab jetzt. Da komm, patz, patz. Zweimal ins Gesicht. Mit X. Na, kannst du nicht mal noch einen kritischen landen? Uah. So, komm. Da guck mal, das. Pff. Jawoll! Yes! Okay. Ja, wie ich sagte, das ist nicht normal. Das ist ein Bug. Und ich habe den Fremden das zweite Mal gehabt. Ich bin so froh. Ich weiß. Ich weiß halt echt nicht, warum der auf einmal so oft kommt. Also das zweite Mal immerhin. In den letzten Parts. Da, guck's. Ey. Ja, du mich auch. Ganz ehrlich. Da bin ich jetzt ein bisschen stinkig, dass es so rumbackt auf einmal mit diesen doofen Zombies. Finde ich nicht in Ordnung. Ihr seid nicht in Ordnung, ihr Dreckviecher. Oh, na toll. Was? Hihi. Hihi. Ja, mit Projektilen geht's, aber ich glaube, mit dieser Plasma-Laser-Kram-Zeugs hätte ich's nicht geschafft. Ach so, muss ich daneben? Warte mal. Muss ich denn hin? Nein. Na gut, ich gehe einfach mal weiter. Lalala, ich kann ja noch rumdrehen. Ein Bügeleisen. Psycho. Hat mal dein Kram, du Psycho. Was dampft denn da immer so? Hier, seht ihr das? Das sind doch diese Mega-Ghule. Ich hoffe mal nicht, dass da jetzt einer... Ach toll. Hat sich gelohnt. Powerfaust und Impulsgranaten. Yay! Eskortierst du mich etwa? Das finde ich nett von dir. Ah, finde ich nett. Bist ein Netter. Nee, ist er doch nicht. Der ist da nur hingefahren. Equipment Room. Was gibt's denn hier an Equipment? Ah, ja, komm. Nein. Nein. Hier noch was? Ich weiß, ich wollte ja Plasmawaffen sammeln, aber ich meine. Nach dem hier ist es eh vorbei. Und ich weiß auch nicht, ob ich es dann noch auf der Platte lassen soll, weil das sind doch riesige Datenmengen. Ich glaube, wie viel sind das? 15 Gigabyte? Ah, bleibt doch stehen.
Nee, macht ihr das. Ich habe jetzt spontan keine Lust. Was macht das bald? Das ist nur so ein dummer Ghoul. Ja, danke. Danke. Was optional war das? Okay. Hätte man gar nicht töten müssen, die ganzen Ghule. Sehe ich das richtig? Naja. Wett. Senatserkennung. Ja. Davon gehe ich aus. Ich bin einer vom Senat, wollte ich nur mal anmerken. Wo gehe ich denn hin? Falsch, aber egal. Das passt schon. Oh, ist das ein Holoband? Tut mir leid, mein Liebling. Hören wir mal. Was haben wir denn? Da. Wenn Sie das finden, bringen Sie es bitte meinem Geliebten ins Hotel La Maison Beauregard Hotel in East Georgetown. Ja, ja. Er wird auf Neuigkeiten warten, mein Schatz. Sie haben mich gefunden. Ich versuchte zu fliehen, damit wir beide... Einen schönen Tag wünsche ich. Ich weiß, dass du dein Leben riskiert hast, um es zu mir zu bringen. Die Suche in den Ruinen, die Flucht vor den Supermutanten. Alles für mich. Aber es scheint, dass ich dein Geschenk nie sehen werde. Du musst es behalten und jedes Mal an mich denken, wenn du es ansiehst. Es tut mir so leid, mein Schatz, dass ich dich enttäuscht habe. So viele Leben wurden deswegen geopfert. So viele Herzen gebrochen. Einen bitte schönen Tag wünsche ich. Ich werde dich immer lieben. Im Geist wirst du für immer bei mir sein. Ich liebe dich. Oh. Traurig. Aber ist ja schon so lange her. Ich könnte wetten, wenn ich jetzt... Kann ich hier... Gibt's hier das überhaupt? East Georgetown? Ja, da gibt's ja Georgetown East. Ich könnte wetten, wenn ich hier in das Hotel gehe, dann würde ich vielleicht noch irgendwas finden von ihm. Auch noch so ein Holotape. Oder wahrscheinlich genau das Gegenteil und er hätte irgendwie mit so einer rumgehurt oder so. Ich weiß ja auch nicht. Ach, er hat's instand gesetzt. Das ist ja nett von dir. Dankeschön. So. Kann ich jetzt fahren? Ach so. Ja, fahren wir rückwärts. Geht auch. Ne, geht's nicht, leider. So, ist da noch was? Ja, ein Kasten, toll. Oh, Leute. Vielleicht mache ich das ja noch, wenn noch Zeit ist. Aber erstmal hier. Weiß nicht, wie lange das noch geht, Broken Steel. Aber ich möchte noch so eine abschließende Folge vielleicht machen. So ein paar Minütchen einfach nur rumlaufen, allen Tschüss sagen und... Boah. Vorsicht. Ist selbst ablaufend. Ich kann also nicht... Ich kann mich nicht mal umschauen, schade. Und da endet schon die Fahrt. Cool. Schon wieder dieser abgebrochene Wicht. Ist das Arnold Schwarzenegger? Ich bin der Präsident. Ich habe mich gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Ich habe den Knopf gedrückt. Das glaube ich, Arnie. Hast du das alles hier verursacht? Jawohl, habe ich gemacht. Ja, okay. Der Arnie. Ja, ich kann nicht gut nachmachen, aber ich finde die Vorstellung immer lustig, seine Stimme in Gedanken zu haben. Ach, Arnie. Du bist immer bei mir. Ah, warte mal. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, gegen die Enklave wieder zu kämpfen, aber ich denke mal, das ist unausweichlich. Yes. Okay. Kann ich die da hinterrücks irgendwie... Ah, Geschützturmsteuerung. Sinister ist es nicht. Anything. Irgendwas. Sehr gut, komm. Mach. Gib. Neu konfigurieren. Und jetzt. Mach. Oh. Nicht auf mich. Sag mal, sind die Geschütztürme? Ach komm, ich nehme sie mal mit, den Plasma-Sheet. Ich nehme mal mit jetzt. Die Plasmagewehre geben ja mehr, glaube ich. Dann lasse ich mal den Laserkram da. Laser habe ich gar nicht. Hab gar kein Laserzeug. Das ist ja lustig. Ja, guten Tag. Ich würde auch mal stehen bleiben und gar nichts machen. Ist eine gute Idee. Oh, ja, jetzt! Natürlich! Wie bescheuert, ey. Adams Air Force Basis. Ich aktiviere den Mist und was passiert? Es schießt auf mich. Nicht auf diese Enklave-Fuzzis, weil die natürlich vorher weg sind. Nö, nee, ist ja gut gemacht. Ja, ist ja gut gemacht. Was haben wir denn noch alles? Ach komm, pfeif drauf.
Ich habe die Aufgabe nicht gelesen, aber das ist auch nicht so wild. Black Hawk. Zack. So, Gatling Laser. Haben wir denn noch was frei auf der 7? Zack. Furchterregende Flinte. Oh, die ist mal wieder reif, ne? Die ist mal wieder reif. Metallsprenger, ja, kann ich nicht. Was habe ich die denn dabei überhaupt? Was soll das denn? Vor allem, warum habe ich... Deswegen bin ich auch so schwer beladen. Warum habe ich hier eine Powerrüstung einstecken? Habe ich das wissentlich gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich das noch. So. Bald ist es leer. Oh, Vertibird. Schweinehund. Schweinehund. Ach, da haben sie gerade wieder welche abgesetzt, ne? Haben sie einen abgesetzt. Hab das super gemacht. Mama ist stolz. Bin ich mir sicher. Ja. Das ist sehr düster. Was, ein Robohirn? Stehst du denn hier rum? Warte mal, hier irgendwo muss das sein. Ah, Nachschubcontainer. Befehle. Und eine Tesla-Kanone. Oh, jetzt geht's ab. Was haben wir denn in den Befehlen stehen? Stat. Eingang der Adams. Ja, okay. Ah, ich muss mich da jetzt ganz durchkämpfen. Oh, wow, 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 wow. Das, ja. Hier spricht Paladin Tristan. Wenn Sie das hören, haben Sie es durch die präsidentiale Metro geschafft und müssen nur mehr die Adams Air Force Basis überwinden. Laut unseren Spähern befindet sich die Abschusssteuerung des Raketensatelliten im Hauptturm der mobilen Plattform der Enklave. Der einzige Zugang zur Plattform führt über eine Rampe, die von einem Enklavenwachposten im alten Turm zur Luftraumüberwachung runtergelassen wird. Beim Öffnen der Kiste wurde ein Leitsender aktiviert. Wir fangen das Signal ab und leiten den Angriff ein, um Ihnen beim Eintritt Deckung zu geben. Viel Glück und alles Gute. Na, das ist nett. Naja, sehr, sehr nett. Warte mal, dann mache ich mir den mal auf die 2. Und das Gatling... den Gatling Laser auf die 4. Und die Tesla-Kanone auf die 3. Muah, guck mal, 131. Aber da macht mein Plasma... mein Alien Blast... Ja gut, für eine Handfeuerwaffe macht er viel mehr. Und das Ding hier hat nur einen Schuss. Oh. Ah, da werde ich jetzt Spaß haben. Moment. So, das wollen wir gleich mal ausprobieren, das Teil. Aber ich habe keinen gescheiten Zoom darin. Was soll das denn? Ich habe wenigstens gehofft, das ist sowas wie ein Scharfschützengewehr. Na, warte mal. Hihi. Ach, verdammt, das ist ja ein Turm. Futz. Ach komm. Das ist ein bisschen schwachbrüstig. Futz. Aha. So. Aber es geht ja ganz schnell, das Nachladen. Und ich habe ausreichend Munition dafür. Warte mal. Gut. Was? Ich bin Gefahr? Ach komm, erzähl mir nix. Erzähl mir nix. Gut. Wart. Wart. Mark 8. Moin, bin der Mark. Uah. Was? Hinter mir ist irgendwas hochgegangen. Jetzt hör doch mal auf. Ich sehe doch gar nichts. Ist aber auch wieder ekelhaftes Wetter hier, ne? Oh, guck mal. Der brutzelt noch ein bisschen nach. Das ist ja geil. Oh. Ich das eher gewusst. Zap. Hätte ich die Waffe gar nicht erst ansatzweise schlecht gemacht. So, warte. Biogel. Zack. Kann ich hier rasten, oder? Ja, natürlich nicht. Ich mach das jetzt, bis ich rasten kann, weil die Wetterverhältnisse sind mir mal wieder viel zu düster für Kampfansage. Ja. Ich weiß. Ist da noch jemand hinter mir? Oh, ey, es ist doch... Ja, jetzt darf ich rasten. Gib mir mal so 11 Stunden. Vielleicht. Ja, mal gucken, vielleicht noch eine Stunde drauf. Wenn es regnet, dann weiß man ja nie so genau. Aber es ist schon lustig. Ich habe da jetzt ein Chaos angerichtet und kann jetzt erstmal hier ein paar Stunden chillen. Na gut, chillen im Regen. Das ist nicht so... So, so passt's. Ja, so kann man wieder was sehen. Ja, ja. Ja, ihr müsst immer mal so, so eine Schippe... Stell ich mal vor, wenn ihr das jetzt seht auf YouTube, dann ist das für mich, als hätte ich nochmal eine Sonnenbrille auf. So ist es dann von der Helligkeit. Und jetzt ist es auch nicht gerade besser, aber das ist ja... Warte. Jetzt. Ha, sehe ich wenigstens mich selbst. Immerhin. Ist denn da einer? Da ist da wieder irgendwo eine Kanone auf dem... Ach, auf dem Dach. Hm, da sage ich's noch, ne? Gut. Guck mal, die hat mich nicht mal im Spitz gekriegt.
Hihihihi. Zack. Ihr blöden Teile. Platz. Aber die sind ja doch noch ganz gut organisiert, ne? Diese Enklave-Fuzzis. Wäre aber auch zu schön gewesen, hätten die nur ihre Anlage auf Raven Rock gehabt. Es ist ja eigentlich ein bisschen naiv, sowas anzunehmen, dass sowas... Na, aber gut, ich meine, die Bruderschaft, die hat auch nur ihr Zeug da, oder? Diese eine Basis. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, schauen wir erstmal. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich außerhalb... Oh Gott, das ist ja noch... Oh, was? Was? Ihr wollt mich doch... Das ist noch über die ganze Karte. Na gut, ich habe ja erst ein Stück... Da sind ja überall noch Geschütztürme jetzt. Wie soll ich denn da schnell durchkommen? Kann ich die irgendwie hacken oder so? Ich will nicht alle jetzt abballern müssen. Oh, guck mal. Geschützturmkontrollsystem. Das hört sich doch ganz nach meinem Geschmack an. Der Jonathan ist es nicht. Die Tensions, die Anspannungen. Aha. Naja, warum nicht? Neu konfigurieren. Und? Und? Ja. Ich warte jetzt mal eine Minute. Dum, 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 do, do, dum, dum, dum. Und jetzt kann ich sie, glaube ich, deaktivieren, oder? Zack. Und tschüss. Dankeschön. Die sind aber noch an. Die sind aber noch an, die Scheißdinger, Mensch. Das finde ich nicht toll. Ja, seht ihr, die sind noch aggressiv, oder? Ach, war das nur für einen Turm, oder was? Ja, war nur für einen Turm! Ach, geile Sache. Muss ich das jetzt für jeden Turm einzeln machen, oder was? Geht da mal. Mir nicht auf die Nerven. Wow. Vorsicht. Aber ich glaube, wenn ich genau drunter bleibe, dann ist es nicht so wild. Dann treffen die mich nicht. Es kitzelt. Aufhören. Aufhören. Irgendwo muss hier doch der Zugang sein, oder auch nicht. Oh, komm. Ich sehe ja nicht mal was. Oh. Au. Ja, au. Es ist doch ekelhaft hier mit den Türmen. Wo ist denn der da? Hi. Ja, manchmal gehen die ganz schnell kaputt, aber die Waffe ist mir so langsam. Komm, nimm die hier. Zap. Da siehst du, ich schalte zwei aus, während ich in der anderen Zeit noch nachgeladen hätte. Ja, ja. Hört mal auf zu stressen. Ich sag ja, der Schaden, den ich bekomme, der ist wirklich ein Witz. Aber dafür diese Effekte, dass ich dann kaum noch was sehe durch dieses Lichtgewitter, das ist schlimm. Also wer noch nicht irgendwie da Beeinträchtigung hat durch Lichte, also will meinen... Epilepsie, der kriegt sie hier bestimmt irgendwann, wenn man das zu lange aushält. Aushalten muss. Ja, ich würde noch mehr laufen, dann treffe ich euch überhaupt nicht mehr. Dankeschön. Oh, du brennst. Bleib da mal. Ey. Ey. Die bleiben aber nicht stehen. Na gut, dann werdet ihr selber schuld, aber trotzdem. So, zack, 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 zack. Schluck Cola trinken, ne? Also ein paar Liter. Es ist doch unglaublich. Hier, komm. Friss und nimm's nicht. Mann. Mr. Watt, ich werde jetzt mal hier ein bisschen rumwurschteln. Todeskrallenferch. Ne, ich werde einfach mal warten, bis ihr kommt, ihr Penner. Wo ist denn der Soldat, der Enklave? Ja, wo denn? Stimmt doch gar nicht. Aha, erwischt. Und? Stirbst du? Nein, doch. Vielleicht. Ey, der war genau ins Gesicht. Und was macht er? Oh ja, ich schieße immer auf die Beine. Mhm. Kann man machen, ne? Ich will nicht meine Stimpacks alle aufbrauchen. Meine schönen Stimpacks. Die habe ich mir alle gesammelt und ihr macht's mir alles zunichte. Ich hasse euch. Was? Warum bin ich denn eben schon wieder so rumgeschoben worden? Habt ihr es gesehen? Zack, war ich ein paar Meter weiter auf der anderen Seite. Ah. Ey, danke fürs Nichtsehen. So. Was ist das denn? Oh,
dieses ganze Plasma-Schiedzeug hier. Ich sehe nichts mehr. Ja, komm, duck dich am besten noch. Oh, hast du deine Knifte verloren? Das tut mir aber leid. So, so ein Stress nochmal zum Schluss, ne? Ja, ist wahrscheinlich Absicht. So, lass den Bruder ja noch ein bisschen leiden hier, ne? Lass ihn noch leiden, der braucht das. Danke. Ey, ohne Spaß, dieser Plasma-Scheiß. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt reicht's. Bleib stehen! Oh, bist du tot? Du nerviges Insekt. Boah, ich weiß, warum ich keine Plasmawaffen mag. So, danke schön. Mein schönes Stimpaks. Meine ganzen schönen Stimpaks und ihr seid schuld. Ihr Enklaven-Säcke. Oh, guck mal. Da ist die Schüssel. Da ist die Schüssel! Wenn ich da jetzt direkt durch könnte, ne? Aber das kann ich ja nicht. Ich frag mich, kann ich hier neben vorbei? Ah, nein. Da ist ein Schild. Super. Aber das ist mal wieder ein Blickfang, oder? Diese Air Force Basis. Wenn man mal so ein bisschen Ruhe hat und sich umschauen kann, dann ist das schon ein Blick wert, finde ich. Oh, da vorne. Was schießen die? Ja, schießt mal, aber nicht auf mich. Sektor A. Ich will die nicht rauslassen, obwohl sie meine Freunde sind. Warte mal. Ich mach mal. So. Nee, hier. Annihilate. Sehr gut. Auslöschung heißt das, glaube ich. Ausgelöscht oder so. Aufschließen. Ich hoffe, ihr seid meine... Ja, wäre auch zu schön gewesen, ne? Wenn ihr meine Freunde gewesen wärt. Ne, dann lasse ich die anderen drin. Ihr habt Pech. Ihr enttäuscht mich nur. Oh, hör doch mal, das ist voll... Das Brummen hier. Zurückziehen und weiter. Giss es. Na, zieh doch mal. Ey, guck mal, wie er halt hängen bleibt. Ich zieh doch drüber. Warum? Warum zielst du da nicht drauf? Verdammt. So, geh mich auf den Nerv, du. Komm ich nach hoch. Verdammt. Ich bin wieder voll am Rumkeifen. Was? Warte mal. Da ist noch was? Komm ich da etwa noch irgendwo hin? Schaut mal, da ist ja noch so ein Markierungs... Also so ein Punkt auf der Karte. Ja, aber ich will eigentlich nicht so lang jetzt noch hier, ne? Und ihr wisst schon. Zeit für... Trödeln einfach. Boah, komm! Nein. Okay, nee, sorry Leute, ich gehe da doch nicht hin. Da wird wahrscheinlich nur ein Munitionslager sein oder sowas. Lagereinrichtung. Ja, genau das. Genau das. Das brauche ich nicht. So. Ja, hi. Schießt mal noch mehr, bitte. Es ist noch nicht laut genug. Danke. Bleib stehen! Warum rennst du weg? Warum rennst du weg? Warum? Wollt ihr keinen Spaß? Ich bringe euch Spaß. Ich bringe euch Frieden! Ja. Nee, ich glaube, das Einzige, was die Enklave hat, sind diese nervtötenden Waffen. Und das macht sie eigentlich zur Gefahr. Wenn ihr mich fragt. Oh, ist ja gut jetzt. Hör doch mal auf. Danke. Danke, danke, danke. So, ich bin gleich da. Aber, liebe Leute. Ach toll, jetzt habe ich wegen einem Punkt ein Stimpack benutzt. Ich bin so ein Held. Egal, Leute. Ich werde hier noch eine Pause machen. Eine letzte Pause vor dem Grand Finale, wenn man so will. Denn ich weiß wirklich, dass es nach dieser Mission vorbei sein wird. Ja. Ich würde sagen, lasst mir doch was da. Eine nette Bewertung, einen netten Kommentar. Und wir sehen uns wieder beim Finale von Fallout 3. Schön.